richtig Toni Toro. In der Hira Rossi, das Kolonda, verkardium das Papier, Tons von Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey. Ich kann hier runterspringen. Da ist ein Hirsch. Da sind mehr Hirsche. So, jetzt nehme ich meinen Pfeil. Mein normalen Pfeil. Läuft nicht weg. Was für ein Elixier erfordert solche Zutaten? So, jetzt brauche ich noch einen Bär. Gut, ey, ich hab kurzzeitig gedacht, die greift nicht an, aber okay. Jetzt habe ich noch nicht aufgestiegen. Okay. Ein Bär. Ist da. Ich will mir nicht vorstellen, das zu trinken. So, der Bär ist auch tot. Und jetzt müsste ich da wieder zurück, ne? Und dafür muss ich einmal über den ganzen Berg rüber. Ich bin hier am Hafen. Bin jetzt schon bis hierhin gelaufen. Wenn man sich das auf der Karte anguckt, sieht das wirklich groß aus. Aber eigentlich ist das ja nicht groß. Verteidigungsarmee für den Staat Mail. Herausforderung schwer. Herausforderung normal. Für schließlich Sparta an. Schließlich Athen an.
würde mich ja eigentlich Sparta anschließen. Aber ich lasse das erstmal. Ich habe einen Fähigkeitspunkt. Da kann ich jetzt das holen, was ich wollte. Erstmal habe ich ein bisschen Bo. So. Pfeile kann ich auch mal wieder welche herstellen. Wahrscheinlich finde ich jetzt eh gleich sofort wieder hier einen Ständer, wo Pfeile drin sind. Brustblade. Ich habe auch wieder eine bessere, die ein bisschen besser aussieht. Aber wirklich nur ein bisschen. Hier brauche ich noch eine Stufe für. Kann ich mal wieder zerstören. Krieg auch ein bisschen Leder. Das war, glaube ich, das Einzige, was ich verbessern konnte. Okay. Jetzt nehme ich mir das hier. So. Gehe jetzt hier den Berg hoch zum Fragezeichen, mach das Fragezeichen und dann bin ich wahrscheinlich hoffentlich ganz oben auf dem Berg angekommen. Ich habe kein Kopfgeld mehr, boah, wie schön. Ich frage mich, ob es eine Trophäe gibt, wenn man volles Kopfgeld hat und es dann verliert. Ich werde jetzt wieder ein Kopfgeld bekommen. Toll. Ich muss mich verstecken. So, und wo ist der Schatz? Warum ist der denn so groß? Muss man öfter verteidigen auch. Warum greift der Hund die eigenen Leute an? Macht für mich schon keinen Sinn. Ich finde ja hier, diese Bogenschütze sind totale Weichei. Da kommt man zu denen und dann ein paar Schläge und die sind tot, weil sie keinen. Was hast du gesagt?
Warum kann ich jetzt hier nicht die Pfeile, die hier auf dem Boden sind, einsammeln? Habe ich es nicht gesagt, jetzt sind hier welche. Suchen. Und zum Schatz. So. Ist eh immer nur Scheiße da. Goldene Axt werde ich eh nicht benutzen, aber ich glaube, die werde ich noch nicht mal zerstören. So, Inventar, ich habe einen neuen Rock. Aber ich lasse den an, weil er mehr Sachen drauf hat. So. Okay. Und ich bin nicht oben angekommen. Jetzt muss ich noch weiter hochklettern. Vor allem, wenn ich oben bin, muss ich ja wieder runter. Und hier oben gibt es noch nicht mal einen Aussichtspunkt. Ach nee. Kann ich denn hier irgendwo Holz sammeln? Auch nicht. Dass man nicht mit dem Schwert hier hingehen kann und Holz einen Baum fällen kann. So. Militärlager. Aber erstmal Futter machen. Nee, ich steh scheiße. Foto machen. Foto. Foto. Ja, ich mache hier mehrere Ich habe diesen Fotos-Modus noch nie benutzt. Außer in diesem Teil. Ein Befehlshaber nur. Und wo ist der Schatz? Da. Ja, ich würde sagen, ich gehe hier den Turm hoch. Kann doch nicht sein, dass ich mich treffe.
den Hauptmann getötet. Wo kam das gerade her? Aus dem Gebüsch. Was? Zum Glück hat er nicht hier das Gehege von dem Löwen getroffen, weil sonst wäre es im Arsch und dann hätten wir verkackt. Jetzt geht es zurück. Aber ich habe noch kein Kopfgeld. Oder sind die Kopfgeldjäger nur von AT? Bin ich wieder. Ach, du bist zurück und keinen Augenblick zu früh. Ich habe, was du wolltest. Wer ist das, Auxesia? Das ist die Söldnerin, die unseren Funken neu entfachen wird, mein Liebster. Oh nein, das hatten wir doch schon. Ich kann dich nicht mehr befriedigen. Du bringst mich noch um mit deiner Lust. Unsinn, ich bereite dir ein Elixier zu, das dir die Lebenskraft eines sehr viel jüngeren Mannes verleiht. Götter, rettet mich. Ich schaff das nicht mehr. Ab wie vielen Jahren ist das Spiel? Ach nee, ey. Dein Mann ist müde. Erlaube mir, deinen Hunger zu stillen. Ich war noch nie mit einer Söldnerin zusammen. Nun gut, dann zeig mir, aus welchem Holz du bist. Hatte sie Spaß? Das sollte wenigstens für ein paar Tage reichen. Hab Dank, Söldnerin. Hier, nimm das als Bezahlung. Du hast es dir mehr als verdient. Für Sex bezahlt. Wie schön. Dafür gibt's eine Trophäe, ey. Ja, gut. Hab ich gemacht und hab sofort Kopfgeld. Ja, das ist ja schön. Ich habe einen besseren Armreif. Aber ich finde ja den besser. Gibt's hier einen Schmied? Gibt's hier einen Schmied? Ja. Dann gehe ich dahin. Ach du Scheiße. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt wirklich jeder nimmt. Oh. Ja.
Reden. Verbessern. Kann ich nicht verbessern. Ich kann nichts mehr verbessern, weil ich kein Geld habe. Dann muss ich was verkaufen. Einmal diesen Deutsch. So, die Bögen kann ich auch mal alle verkaufen. Muss ich wieder was verbessern können. Na, ich habe kein Leder. Willst mich verarschen? Gut. Gravieren kann ich dann auch nichts, weil ich kein Leder habe. Ein Bogen habe ich. Schaden beim aufgeladenen Angriff mit dem Bogen. Kopfschussschaden, Feuerschaden. Jagdschaden. So. Da kann ich auch noch was verbessern. Und zwar kritischer Schaden für alle Waffen. Mal Beweglichkeit und sage vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.